Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zu einem kleinen, Let's Show von ARK. Ja, das ist natürlich nichts Neues, denn ich habe ja auch ich spiele ja ARK so gesehen. Nur das ist hier jetzt mal meine Privatwelt und ich wollte euch einfach mal, meine Dinos vorstellen und mein Häuschen zeigen. Ja, wir sind hier im, man sieht es schon, nicht da reinfallen. Im Sumpfgebiet gelandet, also es war vorher kein Sumpfgebiet, aber es ist jetzt geworden, finde ich eigentlich ganz gut. Und ja, da unten wohne ich derzeit. Mein wird sich auch nicht ändern, ich werde nicht umziehen, aber so sieht das da unten aus. So, wir gehen mal runter. Natürlich ganz stylisch mit Fallschirm. Und ich wollte euch jetzt einfach mal ein bisschen meine Dinos vorstellen. Fangen wir doch hier gleich bei der Dodo Farm an. Ja. Die werde ich jetzt nicht alle vorstellen. Aber, naja, die habe ich jetzt einfach mal hier so ein bisschen enabled to wandering und sowas. Dass sie sich paaren, aber leider wandern sie viel zu viel herum. Denn die Fläche ist viel zu groß. Als statt, dass sie Dodo-Eier züchten. Und das ist halt einfach nur, um Dodo-Eier zu haben. Die mal gut waren, aber irgendwie brauche ich die nicht mehr. Weiß ich nicht. Ja, von da oben sind wir gekommen. Hier... Gut, wenn ich Level 65 bin, kommt hier ein Fahrstuhl rein, damit, weil ich ja bin eine faule Sau. Ne, ich habe doch keinen Bock hier die ganze Zeit, die ganzen Leitern hier hoch zu kraxeln. Dann nehme ich mir lieber einen Fahrstuhl, deswegen wird hier noch nicht weitergebaut. Hier haben wir einen kleinen Friedhof von, den Dinos, die bis jetzt hier umgekommen sind. Von Tiffany zum Beispiel, ein Parasaurus. Das war unser erster Dino und ich habe ihn getötet mit einer Pike. Toll. Von Phoenix, da saß ich auf der, ein Vogelsaurus da, ich weiß jetzt gerade nicht den Namen. Wir wurden gerade von einem Spino angegriffen, weil wir am Tame waren. Also ich rede in der Wir-Form, weil ich und meine Frau haben das hier aufgebaut auf unseren eigenen Server. Alles ohne Mods, alles ohne irgendwie Doppel-EXP oder schneller Tame oder sowas und... Alles ganz normal und standardmäßig. Wir müssen noch mal gucken, ob wir hier Mods reinbekommen, aber der Server lässt sich derzeit nicht beschreiben. Deswegen habe ich auch kein Third Person und nix. Ich weiß nicht warum. Nee, und dann musste ich den halt mit dem Vogel weglocken und der Spinosaurus hat den Vogel runtergeholt. Dann haben wir hier noch Styx. Da weiß ich gerade gar nicht, das war mal ein... das war ein Raptor gewesen. Unser erster Raptor, den wir getamed haben und... Bin mit denen ins Wasser gegangen und der wurde von Piranhas gefressen. Also super Idee. Und ein namenloser Ankylo. Da waren wir nämlich auf der... Da war der Sumpf noch nicht. Und drüben waren dann, 5, 6 Tyrannosauren und Spinosauren und was weiß ich. Aber da gab es nur die einzigen Ankylos in der Nähe. Und dann wollten wir da gerade welche tame, beziehungsweise einen tame. Und mussten fliehen, weil 3 Spinosauren ankamen. Ist scheiße, weißt du? Dann mussten wir den betäubten Ankylo da, liegen lassen. Und, der Spinosaurus hat ihn dann gefressen. Ist ein bisschen mies, aber okay. Ja, hier habe ich eine kleine Wand gebaut. Die ist schon uralt. Das könnte man noch viel besser hinbekommen. Das ist hier eigentlich recht neu. Da gehe ich jetzt nicht rein. Ich gucke nur von draußen rein. Das ist unsere, Taming Box. Denn jetzt haben wir... Können wir nämlich mit einem großen Vogel uns ein paar Dinos holen. Die schmeißen wir dann hier rein, so wie es jetzt hier schon aussieht. Da sind 2 kleine Äffchen drin, die muss ich nochmal tamen. Und dann laufen die halt nicht weg, die lassen sich dann schneller tamen. Besonders die, weil die muss ich nicht betäuben, sondern... Nun kommen Rinder, altes Haus. Weil die muss ich nämlich so füttern. Und die laufen mir nämlich ständig viel zu viel herum. Jetzt muss ich kurz gucken, dass sie hier nicht rauskommen. Nicht rauskommen. Huch, das war knapp. Habe die Tür vor der Nase zugeschlagen. Ja, und jetzt kommen wir mal zu unserem Beet. Yay, ein Beet. Hier haben wir unseren kleinen Garten. Mit allerlei Geschwurbel. Und jede Menge Wasserleitung. Ich trinke mal was. Jede Menge Wasserleitung, wie gesagt. Die kommen alle von... Hier hinten. Ist ein bisschen... ästhetisch ist es jetzt nicht gerade traumhaft hier so hoch zu bauen, aber was willst du machen, ne? Hier haben wir unsere Dunkfabrik mit jeder Menge Scheiße drinne.
unendlich viel. Meine Güte, könnte man bald mal alles rausholen. Ja, damit immer schön unsere Gärten gedungert sind. Wie man ja sieht hier, 25.000? Oh, da muss ich aber bald mal ran. 46.000, hui, das muss aber bald mal gemacht werden. Ja, dann haben wir noch eine Leitung ins Haus gelegt, damit wir im Haus auch Wasser haben. Wie gesagt, ohne Mods und sowas, wo man Waschbecken und was weiß ich, eine ganze Küche bauen kann und den ganzen Geschwurbel. Ja, bringt das nicht viel. Also es ist einfach nur, dass wir Wasser da drin haben. Und ist ein bisschen schwierig und sieht halt auch nicht so schön aus, aber okay. Ja, da haben wir schon unsere ersten Dinos. Und zwar unsere Ankylo-Pärchen, die wir gleichzeitig getankt haben. Bernhard und Bianca. Die haben wir halt von der damals noch Gruselinsel. Jetzt ist sie nicht mehr gruselig. Aber wenn man noch keine Chance gegen T-Rex oder sonstiges hat, ihr seht hier noch keinen T-Rex. Ich wollte noch keinen T-Rex tamen. Erst mit Kibbles. Weil, oh, das ist ganz schön langwierig. Dann haben wir hier unsere kleine, ja, Flower. Die haben wir so genannt, weil, naja, mit der gehen wir immer Beeren sammeln. Weil das ist einmal mit den Schwanz reinhauen in so einen Bären, also in so eine Buschabteilung. Und wir haben 3, 4, 5, 6, 700 Bären. Je nachdem. Muss ja sagen, also, ja, pack du mal hin. Das sieht ja detailliert, sieht das ja geil aus, ne? Hier haben wir unseren Brutus getamed mit Level 20. Also wir waren viel zu low. Der ist Level Up. Das ist ja schön. Der kriegt jetzt nochmal ein bisschen Melee Damage. Der hat jetzt schon 500% Melee Damage. Ne, den haben wir mit Level 20 oder so getamed. Das Taming... Also wir waren Level 20, der Bronto hier war Level 20, ich hänge hier ein bisschen im Sattel fest. Und der hat 9 Stunden gedauert. 9 Stunden Taming. Zum Glück lag er hier direkt vor unserer Tür. Beziehungsweise wir haben ihn hier vor unserer Tür getamed. Yay, und wieder runter. Au. Naja, es gibt keinen eleganten Weg. Ich könnte höchstens über seinen Schwanz runtergehen, aber ich möchte nicht gerne auf seinen Schwanz raus. Dann haben wir hier noch unsere Ariel, nicht unseren. Das ist, naja, ich wollte den jetzt mal mit so einer Sattelplattform, sprich, das ist sowas, wo man dann ein Haus drauf bauen kann. Habe ich mal ausprobiert. Ja, gut. Ist jetzt noch nicht viel geworden, wie man sieht. Das ist aber, naja, man wollte es mal sehen. Ne? Ja, ne, jetzt wird die Musik hier schon wieder ziemlich laut. Ich mache sie mal kurz leiser. Einen Moment. So. Ne, meine Kleine. Ja, du bist ein Brave. Jetzt hänge ich aber fest. Na, jetzt nicht mehr. Bring mich hier noch gegen, um. Und da kann man dann halt Waffen und was oder ein Haus aufbauen oder sowas. Wollte ich mal ausprobieren. Naja, man sieht ja, was draus geworden ist. Schnell aufgegeben. Hier haben wir dann noch, ja, ja, die andere Seite der Wand. Also das ist alles eine Fläche. Wir haben das so gemacht, weil jetzt bauen hier keine Dinos drin. Bin ich der Meinung. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt, aber das ist so. Hier haben wir unsere Oma Maya, mit ihrer schönen Seniorenbrille. Sieht sehr keck aus. So, was haben wir denn hier noch? Unsere zwei Patschis, Paddy und Patricia. Die uns seit langem mal wieder getötet haben. Sprich, als wir die nämlich tamen wollten, wussten wir nicht, dass deren Kopfstoß uns betäubt. Ja, war scheiße, ne? Und dann liegen wir da und dann hat uns ein einzelner Level 20er Parasaurus beide getötet. Ja, war natürlich recht peinlich, von so einem kleinen Geschwurbel hier getötet zu werden. Ich kann nämlich so einen schönen Sturmangriff hier machen. Bob. Und zurück. Ja. So. Kann schön rennen, der Kleine. So, du kommst auf die rechte Seite. Die Männer kommen auf die rechte Seite. Zack. Ja, dann haben wir hier noch unseren Dante. Mit dem wir... Naja, das ist jetzt quasi unser Lastentier geworden. Weil, naja, der trägt auch ganz viel hier mit seinen 417 Kilo, hat ganz viele Bären drin, weil man mit denen auch Bären sammeln kann, wenn man in die Felder haut. Ja.
gucken wir nochmal schnell mal zu den beiden hin. Unsere wirklichen Lastentiere. Da haben wir noch eine Tiffany, weil ich konnte ja nicht damit leben, dass ich eine unsere kleine Tiffany töte, die ich Level up. Das ist mal Gewicht. Jack auch. Jack ist auch Level up. Kriegt auch nochmal Gewicht. Und das, sie benutzt man wir dann auch für, naja, Holz holen hier. Wir haben ja rechts und links Wälder, da kann man eigentlich ganz gut Holz holen. Ja. Das ist unser Häuschen. Sehr schön. Letztens erst in Stein umgewandelt. Wie gesagt, alles ohne irgendwelche Beta-Ruf-Mod oder was weiß ich. Anti-Koalition und sowas. Alles ganz vanillahaft, sag ich mal. Wollen wir mal reingehen. Ja. Fangen wir an in unserer Küche. Sehr schön. Mit einem Industrieofen, wo wir unser Fleisch grillen. Naja. Hier haben wir ein bisschen unser Fleisch drinne. Was wir so haben. Ist ja schon einiges. Hier ist unser, naja, möchte gern Waschbecken. Das haben wir erst nachher reingelegt, nachdem das Haus gebaut wurde. Haben Glück gehabt, dass hier überhaupt ein Fenster war. Dass man das überhaupt so gut reinbauen konnte. Auch von der Höhe her, weil, naja, es ist ein bisschen schwierig mit diesen Leitungen. Haben wir unseren Kochpot, wo wir unsere Kibbles und unsere Verstärkungs-Buff-Food kochen. Der Lagerraum. Dezent klein. Mit jede Menge beschrifteter Boxen wie Hide, Fiber, Flints und so weiter und so weiter und so weiter. Alles hat hier seinen Namen. Unser schöner Ausblick. Ein Dillo. Ja, eine Blueprint-Box mit, naja, Blueprints, die wir so aus den Sachen, ja, was sind denn das? Aus diese Geschenke, die vom Himmel kommen, geschenkt bekommen. Meistens davon, naja, braucht man nicht wirklich. Hier ein bisschen Buff-Food, was man hier so machen kann. Heiltränke oder ein Chili oder Lazarus. Ja, alles, womit man länger atmen kann oder mehr aushält oder einen höheren Angriff macht. Wie dem auch sei, sowas halt. Gut, dann gehen wir mal gegenüber in unsere Werkstatt. Die, naja, sieht noch recht spärlich aus, sag ich mal. Dann können wir rausgucken zu unseren anderen Dinos, zu unseren fleischfressenden Dinos. Die müssen ja separat stehen. Weiß nicht warum, aber die müssen separat stehen. Da mit unserer Drehbank und, naja. Alles, was man so halt in der Werkstatt braucht, derzeit. Ich weiß, es gibt einiges Neues dazu und, naja, es ist halt schwierig, wirklich immer dran zu bleiben bei den ganzen Updates, die sie hier fahren. Gibt ja auch unendlich viele neue Dinos schon wieder. Na gut, unendlich nicht. Hier Aufgang nach oben. Hier haben wir unseren Generatorraum. Ganz, ganz, ganz spärlich eingerichtet. Hier sieht man ein paar Kabel, die vom Generator kommen. Ja, den können wir eigentlich nachher nochmal anschalten, aber erst wenn es dunkel ist. Gut, dann gehen wir mal ein Stockwerk höher in unsere kleine Kinderstube mit Kimmy und Desmo. Ja, die können, das ist, naja, das sind die kleinen Dinos halt, die wir nicht draußen lassen können, weil die so klein sind. Sollte eigentlich mal hier wirklich eine Kinderstube werden. Also sowas wie, naja, da wo wir die Eier ausbrüten und sowas, deswegen steht hier auch ein Feuer und naja, aber ohne irgendwie den Server zu verändern, ist Eier ausbrüten derzeit katastrophal. Ich meine, 8 Stunden auf so ein Ei gucken und dann will das, und dann ist ein kleiner Baby-Dino, boah, wenn das jetzt ein Fleischfresser ist oder sowas, och, da musst du denn die ganze, du musst wirklich 7, 8 Stunden bei denen stehen. Also wirklich bei ihnen stehen mit 4.000, 5.000 Fleisch, dass der wirklich jede Sekunde sein Stück Fleisch bekommt. Damit er überhaupt ein bisschen erwachsen wird oder ein bisschen größer wird, dass er hier auch so einen Trog essen kann, wo man dann das Fleisch reinschmeißen kann. Und das kannst du hier echt nicht machen. Das ist unser kleiner Kompi, Kimmy. Das ist unser, das ist glaube ich der frischeste Neuzugang. Kann man auch auf der Schulter tragen. Dafür kann man das ja so machen. So einen süßen kleinen. Ich weiß gar nicht, warum ich immer auf den Boden gucke bei Selfie-Cams. Oh, hallo. Ich frage mich, wie er sich hält, aber okay. Und dafür, dass es ein Weibchen ist, hat es da unten ganz schön Schniepel. Gut, die wollen wir wieder runter machen. Wie ging das? So, glaube ich. Wie ging das? Ah, ne, Doppel-E, genau. Ne, bleib du da mal stehen. Dasselbe können wir auch mit unseren, boah, frag mich jetzt nicht, wie der so heißt. Den können wir halt auch auf den Schultern tragen. Ich weiß nicht warum. Das hat halt einfach stylischen Wert. Wenn man so einen Vogel auf der Schulter trägt, wie so ein Pirat.
So, lande hier mal irgendwo. Genau, da stehst du gut. Und hier kommen dann noch eine ganze Kompi-Armee oder die zwei kleinen Äffchen da. Die kann man auch auf der Schulter tragen, die draußen noch in der Taming-Box warten. Die kommen dann auch nachher hier rein, weil, naja. Gut, hier ist noch nicht sehr weit ausgebaut, aber wir können trotzdem mal auf dem Balkon gehen. Sehr schön. Huch. Hier sieht man leider die Säulen, die diesen Balkon so gesehen tragen. Die tragen den nicht wirklich, aber sieht halt so aus. Ich weiß nicht, das ist doof, dass sie da durchkommen durch die Platten. Es gibt eine Mod, dass das nicht kommt, aber wir können keine Mods reinmachen, wie schon erwähnt. Da hinten ist der Vulkan, da sieht man noch ein bisschen vom Schneegebiet. Ja. Gehen wir wieder rein, es ist kalt draußen, wir haben nur 25 Grad, da friert man. Das sind beinahe Dezember-Weihnachtstemperaturen. Unser Schlafzimmer, ja, wie gesagt, hier oben noch nicht ausgebaut. Und ja, meine Partnerin, die, naja, die schläft lieber unterm Bett. Wie man sieht, das ist natürlich jedem das Seine, ne? Ich meine, da hinten ist das Kopfkissen, aber irgendwie falsch rumliegen und unterm Bett liegen und so. Ja, weiß ich nicht. Hier haben wir dann wieder ein paar Fenster zum Rausgucken. Hier drüben haben wir noch einen Balkon. Aber eher einen Balkon, um aufs Dach zu kommen. Falls wir mal irgendwelche Dacharbeiten oder was weiß ich was machen wollen. Gibt's ja bestimmt irgendwas. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, gucken wir mal weiter zu unseren Dinos. Da haben wir unseren Bigfoot. Unseren... Ich pack den mal ein bisschen zurück. Den kann man auch reiten, wie man sieht. Sieht natürlich sehr eigenartig aus. Das war auch ein... Der schien auch Level Up? Meine Güte, alle gehen hier Level Up. Das ist ja furchtbar. Puh. Das war auch eine längere Session, den hier zu tamen. Muss ich ja mal sagen, weil den kann man auch nur, indem man den immer ein bisschen Futter zusteckt, aber man darf ihn in der Zeit nicht berühren. Wenn man ihn berührt, greift, wird man halt angegriffen von denen. Und Alter, was bin ich hier über die Insel gelatscht, um den hier einfach nur zu tamen. Nam 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 nam, was ist denn jetzt los? Aber hat sich gelohnt, wir haben ihn. Mit seinem schönen Pelz hier. Das haben die echt cool gemacht, diese Mod. Ich meine, die ist jetzt schon echt alt, aber... Das ist auch ein recht neuer Zugang, unsere Aphrodite. Ein, naja, Flugvieh. Mit denen können wir schon etwas größere Dinos halt mit Rechtsklick halt schnappen. Und naja, der trägt sie dann. Und dann schmeiße ich die da hinten rein und dann werden die getamed. Das ist ein bisschen angenehmer. Ich meine, es gibt noch ein größeres Flugvieh, den Quetzel. Meine ich heißt, ja, Quetzel. Aber gut, um den zu bekommen, muss ich noch mehr Zeit aufwenden. Da muss ich aber einer 12 Stunden Taming betreiben. Und das ist ja sehr zeitaufwendig, ne? Kleine Maus, wir brauchen nochmal einen männlichen, damit sie hier ein paar Eier legt, damit wir einen Kibbel machen können. Da muss nochmal ein männlicher hin, da habe ich auch schon einen Namen für den. Der nächste heißt nämlich Horos, ne? Aphrodite und Horos, das passt, ne? Ja, typisch eine kleine Süße. Ja... Was haben wir hier noch? Zum Beispiel die haben wir von der Bergwelt geholt mit unserem Vogel. Weil ansonsten ist es ja immer so weit weg, weißt du? Man will ja nicht sein trautes Heim verlassen. Unsere kleine Nala. Ist eigentlich auch noch recht neu. Der alte Vogel. Unser allererstes Flugvieh. Wie gesagt, Phönix ist ja gestorben. Eigentlich hatten wir von den zwei. Also auch einen weiblichen. Jetzt haben wir nur noch einen männlichen. Mit denen kann man nicht so... Naja... Der ist gut für den Anfang, aber man kann halt nicht so viele Dinos zum Tame holen oder so. Oder der kann auch nicht viel tragen. Aber für den Anfang ist das immer gut. Dann haben wir hier unsere Kanus, die wir getamed haben. Das ist auch schon lange her. Da haben wir einmal Malefiz und Lucifer. Ja. Schöne Namen, finde ich. Passt zu denen? Naja, sind nicht böse, aber sie sehen halt böse aus. Mit ihren Hörnern auf dem Kopf. Frag mich, wofür das gut ist. Naja. Ich denke einfach nur zur Selbstverteidigung oder so mit ihren komischen Stummelärmchen, die total... ja, die sehen schon ein bisschen lächerlich aus. Also wirklich, wie können die so überhaupt ihr Gleichgewicht halten? Der Schwanz muss ja ganz schön schwer sein, da. Weil die Beine sind so weit hinten und, naja, Kopf und alles, naja. Die Malefits haben wir getamed. Naja, die war in einem Baum, backte in einem Baum fest und, naja, wenn die schon in einem Baum festbackt, dann kann man das ja auch mal machen.
Aber war auch noch recht klein und hatten Schiss vor solchen Viechern. Ich weiß gar nicht warum. Unsere kleine Dillo-Armee. Ja, wir werden gleich angeguckt von denen. Das ist natürlich super. Hier haben wir einmal Dido, unseren ersten Dillo, Level 48 derzeit. Die haben wir alle, glaube ich, mit Level 10 oder 20 getamed. Mira, Tristram und Fiona. Hauptsächlich zum Eierlegen haben wir die auch hier. Und irgendwann vielleicht mal eine Dillo-Armee oder sowas, weißt du, mit Pfeiftönen machen, dass sie, da liegt ein Ei. Ist mir aber jetzt egal. Mit Pfeiftönen machen, dass sie das angreifen und dann wieder aufhören und sowas. Das würde ich mir gerne mal anschauen. Sieht bestimmt voll cool aus. Haben die noch genügend Futter? Ja. Wir wollen hier reingucken, da ist noch genügend drin. Dann drehen wir uns um zu unseren Skorpionen, dass ich darauf warte, dass hier Santa Muerte, also Gevatterin Tod, wer Steve Alton kennt, müsste Santa Muerte auch kennen. Also wer die Bücher von Steve Alton liest. Die hat noch keinen Sattel, weil... Naja, kam noch nicht dazu, die zu craften. Hauptsache, die legt Eier, damit wir T-Rex-Kibbel machen, damit ich jetzt endlich mal einen T-Rex tamen kann, weil ich will einen T-Rex haben. Oder einen Spinosaurus. Wobei eher ein Spinosaurus, weil ich die cooler finde. Also, da haben wir dann noch Sync. Also Sichel. Weil, naja, ist halt tödlich, ne? Sieht halt... Sie sind halt nicht mehr so niedlich, wie sie mal vielleicht waren. Da würde ich gerne eigentlich, dass die Eier legen und man die Eier ausbrüten können und dann so Mini-Skorpione, aber leider besteht diese Möglichkeit nicht. Dann haben wir, als der Sumpf kam, mal unsere ersten Frösche gefangen, beziehungsweise Kröten. Einmal Belzebob und Belzebina. Sind natürlich tolle Namen. Mit denen kann man wunderbar Zement farmen, indem man wie heißen das hier? Insekten tötet. Beziehungsweise mit der Zunge halt auffrisst. Den kann man auch, die sind auch recht schnell und naja, die können ziemlich hoch hüpfen. Also wir können mit denen über die Wände hüpfen hier. Zack. Also auch für PvP gut geeignet, wenn man Wände gebaut hat. Ja. Sind leider noch nicht so stark, aber naja, es kommt ja noch, ne? Sind ja auch noch alle recht neu. So, einmal aussteigen. Unsere Lilly, die in die Ferne guckt, wie man sieht, wartet immer noch auf einen Mann, damit sie endlich mal einen Partner hat. Aber, naja, Schildkröten sind halt auch recht unnötig. Außer, dass ich bei der hier total auf Movement Speed gehe. Weil, was soll ich der sonst geben? Die hat jetzt hier 200 oder 300% Movement Speed, damit sie hier ein bisschen rumrennt. Aber im Endeffekt, warum hat die eigentlich rote Augen? Ja, die haben wir auch natürlich aus der Schneewelt da hinten geholt mit unserer Aphrodite. Die beiden haben wir letztens züchten lassen. Sprich Rudolf, Red Nose Reindeer ohne Red Nose, aber halt Reindeer. Und Nala, weil, naja, Nancy, sorry. Wir wollten eigentlich sie so nennen wie ein Rentier vom Weihnachtsmann, aber der Weihnachtsmann ist leider ein... Ja, ein frauenfeindlicher alter Mann, denn der hat keine einzigen weiblichen Rentiere also vor seinen Schlitten gespannt. Das sind alles nur männliche. Ich kann sie jetzt nicht aufsagen, mussten wir googeln. Ich kenne auch Donner und Blitz und was weiß ich. Da haben die letztens Kinder bekommen. Aber die Kinder musste ich töten, weil, weißt du, es hätte wieder ewig gedauert und so viel Zeit habe ich auch nicht. Dann haben wir hier noch unsere kleine Raptor-Armee. Ja, ihr zwei. Vier. Zwei ist natürlich super. Da haben wir einmal Beatrix Black. Sirius Black. Styx nochmal. Und Thea. Sehr Harry Potter-lastige Familie. Bis auf Styx und Thea. Mit denen kann man wunderbar, jagen gehen, weil die sind schnell, stark und können hüpfen. Und haben Ei gelegt. Obwohl, kein Raptor-Ei derzeit. Gut. Das war ja quasi schon alles hier, wa? Da könnte man ja beinahe behaupten, das waren alle meine Dinos gewesen. Aber wir haben noch einen kleinen Außenposten. Da fliege ich schnell mal mit unserer kleinen Aphrodite hin. Können wir mal schnell in den Himmel gleiten. Ja, sieht aus wie
Deutschland. Hier sieht man das alles ein bisschen von oben, kann man sich mal ein bisschen umgucken. Fliegen ist in Ark sowieso voll geil. Also, man kann erstmal viel sehen, zweitens bringt es viel und drittens, es sieht hammergeil aus. So, dann fliegen wir aber schnell mal zu unseren kleinen Außenposten am Wasser. Weil, naja, wir müssen ja auch ein paar Wasserviecher haben. Er lädt nach. Da ist er. Nicht sehr ausgebaut, aber naja, könnte schlimmer aussehen. Da haben wir ein kleines Häuschen und eine Medusa, ein Sarko halt, der... So, dann lande ich hier mal, mein Kleiner. Zack. So, unsere Medusa. Die halt die Tür bewacht, damit niemand reinkommt. Dann haben wir da drüben unseren Hai Mac. Geh mal kurz ins Wasser. Ich hoffe, keine Piranhas sind hier, die mich jetzt hier auffressen wollen oder so. Nö. Unsere Mac, benannt nach, naja, dem Buch von Steve Alton. Ja, ich bin ein großer Fan von Steve Alton. Leider das Buch nur auf Englisch, noch nicht in deutscher Ausgabe. Soll bald ein Film von kommen, freue mich schon drauf. Dann haben wir hier noch Flipper. Ja, einfach nur um's zu haben, haben wir. Brauchen nicht wirklich, aber... Naja, weißt du, so Sammlerwert und so. Ich meine, ist immerhin Delfin. Sind auch nicht aggressiv oder sowas. Sollen einen sogar helfen, wenn man vorm Ertrinken ist, dass die halt einen an die Wasseroberfläche bringen. Weiß ich nicht. Hat irgendwie noch nie so funktioniert. Die sind nur sehr störend, wenn ich mit Mac auf Öl- bzw. Perlenjagd gehe. Dass die, wenn da 5 Stück sind, die wuseln dann alle um, naja, um unseren kleinen Hai hier rum. Und ja, es stört dann halt. Man kommt nicht mehr vorwärts und nichts mehr. Ja, ansonsten haben wir, naja, eine kleine Wand gebaut, damit, ich weiß nicht warum, damit es halt einfach abgetrennt aussieht. Hier haben wir auch ein bisschen leere Felder. Unser erstes Boot, was wir letztens gebaut haben. Ja, brauchen wir nicht, haben Mac, also wir kommen gut so zurecht. Gut. Was haben wir noch? Das war's eigentlich. Drinnen ist nicht sehr viel zu sehen. Halt einfach spärlich eingerichtet. Alles, was man so braucht. Ein paar Kisten. Ein bisschen eine Fleischbox hier. Ja. Ansonsten ist hier ja nichts mehr. Dann würde ich mal sagen, fliegen wir einmal geschwind zurück. Einmal geschwind zurück. Und naja, das war's dann auch schon mit dem kleinen Let's Show zu Ark. Einfach mal ein bisschen, vielleicht werde ich ab und zu mal so ein bisschen was zeigen, wenn es große Neuerungen gibt. Also vielleicht ein T-Rex oder ein Spinosaurus oder weiß der Geier, was hier noch kommt. Ein Quetzel, ein Gigantosaurus und Lastisaurus und so. Ja, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Außer danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es war für euch einigermaßen interessant. Ich meine, gut, es ist alles nichts Neues, klar. Es ist alles nichts Neues. Man muss das Kano einmal aufsammeln. Denn alle unsere Kano-Eier sind beim Versuch, einen... Boah, wie heißt denn der jetzt? Ein Ovisaurus zu tamen. Naja. Verloren gegangen. Und ein Ovisaurus-Tame ist scheiße. Der will einfach zu viele Eier fressen derzeit. Das geht gar nicht. Schmeiß ich schnell mal hier rein. Wie man sieht, wir haben kaum noch Eier. Ja, da unten läuft schon so ein Ovisaurus. Den werde ich jetzt bestimmt nicht tamen. Erstmal läuft er vor einen weg und zu zweit ist es besser, weil der kann schneller laufen als einer. Als ein selber. Huh, ja, okay, gehe ich halt nicht. Gehe ich halt nicht da rein. Ja, das war's auch schon mit der kleinen Dino-Vorstellung. Und ja, zeigen, was ich so in Ark erreicht hat in 200 Stunden. Ja. Ist nicht viel, ich weiß, andere haben da in der Zeit schon 3 Millionen T-Rexe und was weiß ich alles, aber die arbeiten ja auch auf ihren Server mit plus 10%, das 10-fache an EXP und das 10-fache an Taming und, weißt du, da geht das denn halt mal. Aber wenn man 9 Stunden für einen Brontosaurus braucht, dann will ich gar nicht wissen, wie lange man für einen Level 20er T-Rex braucht. Deswegen warte ich ja da hinten, dass der Skorpion ein paar Eier legt. Wir haben, glaube ich, erst 3 Stück, dass man mal ein paar Kibbles hat, damit das wirklich mal schneller geht. Ja, ansonsten, naja, ich melde mich hier wieder, wenn es
was Neues hier gibt. Wenn ein bisschen das neu gebaut wurde, vielleicht hier ein Fahrstuhl drin und sowas, muss ich nochmal sehen. Vielleicht unseren Panzer ausgebaut oder... Ja, was weiß ich. Die Sonne geht auch schon unter, der Tag neigt sich dem Ende. Dann weiß ich jetzt auch mal ganz genau, wie lange ein Tag geht. Nämlich eine halbe Stunde, wenn das ist hier gerade alles eine halbe Stunde lang. Das ist auch mal interessant zu wissen. Die Nächte gehen auch eine halbe Stunde, weil halt nichts umgeändert ist. Ja, wenn ihr mehr von mir auf zu Ark sehen wollt, ja, ich habe ja ein Let's Play laufen, wo wir dann halt da, wo zu Hause ist, steht. Da sind wir. Man sieht leider meinen Marker hier nicht, weil der Server einiges gelöscht hat an Befehlen. Was sehr schwer ist, sich zu orientieren dann, ohne Marker und alles. Na gut, ich verabschiede mich jetzt an der Stelle von euch. Hoffe, es hat euch, wie gesagt, einigermaßen gefallen. Und wenn ihr mehr von sehen wollt, gut, jetzt fängt es an zu regnen, da süffel ich nochmal was, toll. Hunger habe ich auch. Es wird langsam Abend, verzeiht jetzt Abendbrot. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns in unseren, also in meinen richtigen Ark Let's Play wieder. Und bis dahin, ciao!